Hallo und herzlich willkommen zu Schrank TV. Trotz mehrfacher Entlarvung der Medienlügen im Ukraine-Konflikt wird weiterhin gelogen, was das Zeug hält. Jüngstes Beispiel ist das G20-Treffen, was in Australien stattgefunden hat. Dort wurde den Bürgern einsuggeriert über die Medien, dass Wladimir Putin alleine und isoliert beim Barbecue am Tisch gesessen haben soll. Dem ist aber nicht so, denn er saß mit der Präsidentin von Brasilien am Tisch. Die Situation sieht nämlich wie folgt aus. Die deutschen Medien, aber auch andere haben das übernommen, speziell die Tagesschau, haben eins gemacht. Die haben eine Reuters-Sequenz genommen, verändert in zeitlicher Abfolge, dass es so aussah, als ein Kellner Putin was eingegossen hat, dass er alleine an diesem Tisch saß. Das heißt, es wird gezielt manipuliert, dass der Eindruck erweckt wird, die Staatengemeinschaft will mit dem bösen Wladimir Putin nichts zu tun haben. Das ist ein Schema wie im Kindergarten, wo die ganze Gruppe in einem Buddelkasten spielt und auf der anderen Seite steht ein Kind ganz alleine, mit dem will keiner was zu tun haben. Dieses Schubladendenken wird dort bedient. Aber die Realität ist völlig anders. Selbst der vom Catering, der Chef hat im Nachgang gesagt, bei Putin am Tisch, dort war am meisten los. Es gibt sogar Bilder, die genau das belegen. Mit anderen Worten, es wird weiterhin die Propaganda auf Hochtouren betrieben, obwohl ja vor einiger Zeit der Presserat die etablierten Medien gerügt hat und gesagt hat, Moment mal, also die Berichterstattung im Ukraine-Konflikt, die ist zu einseitig. Und dann gibt es die Sendung Die Anstalt, die ja wirklich tolle Themen bringt, wo der Zuschauer sich sagt, Wahnsinn, dass die das so entlarven. Aber es ist nichts weiter als Beruhigungspillen fürs Volk. Das Volk soll denken, wir hätten eine Presse und eine Meinungsfreiheit. Dem ist aber nicht so. Es ist relativ einfach. Man braucht nur zu schauen, wer der wahre Kriegstreiber ist. Und da sollte man sich einfach nur den Rüstungsetat anschauen. Und dort stehen auf russischer Seite 87 Milliarden US-Dollar, 640 Milliarden US-Dollar auf amerikanischer Seite. Das heißt, das Siebenfache geben die Amerikaner für die Rüstung aus. Da ist eindeutig zu erkennen, wer der Kriegstreiber ist. Und auf der anderen Seite gibt es die NATO-Pressestelle und einer ihrer Vorzeigezeitungen ist der Spiegel, der vor kurzem noch geschrieben hat, ganz groß, alle rüsten ab, außer die USA. Damit soll einsuggeriert werden, alle rüsten, speziell Russland, aber Amerika nicht. Es ist vergleichbar wie nach dem Vietnamkrieg. Es sind im Vietnamkrieg 50.000 US-Soldaten circa gestorben und 2 Millionen Vietnamesen. Nach dem 11. September, nach den Anschlägen in den USA 2001, sind circa 3.000 Leute umgekommen. Und in Folge darauf, raus im Irak oder in Afghanistan, sind über 1 Million Menschen gestorben. Wenn wir uns die Berichterstattung in den westlichen Medien aber anschauen, dann hat man den Eindruck, dass die Zahlen genau umgedreht sind. Mittlerweile ist bekannt geworden, dass gerade im Ukraine-Konflikt die Amerikaner den Aufstand geplant, finanziert und durchgeführt haben mit eigenen Söldnertruppen. Und das wurde sogar bekannt gegeben und zugegeben durch die EU-Ostbeauftragte Nuland. Das heißt, es wird mit allen Mitteln versucht, Russland in die Knie zu zwingen und als den Bösewicht dastehen zu lassen, koste es, was es wolle. Aber nicht für die USA, sondern nur für die andere Seite. In dem Fall sind es die EU-Staaten. Und selbst der US-Vize Joe Biden hat vor kurzem ja selber zugegeben, dass Präsident Obama gesagt hat, die EU muss wirtschaftlichen Schaden hinnehmen, weil sie Sanktionen gegen Russland verhängen sollen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Es wurde sogar offiziell zugegeben. Und da gibt es das Schoßhündchen der US-Amerikaner, Bundeskanzlerin Merkel, die sich hinstellt,
glaube letzte Woche, und sagt, wir müssen noch mehr Sanktionen gegen Russland machen, wir müssen noch mehr gegen diesen Putin vorgehen. Das heißt, die Sanktionen sind gezielt so gewählt, dass die Hochfinanz in den USA und deren Industrie überhaupt gar nicht davon betroffen ist, sondern nur europäische Unternehmen und allen voran der deutsche Mittelstand mit seinen ca. 6.000 Unternehmen, die massiv in Russland engagiert sind. Und allein im ersten Halbjahr 2014 mussten die 3 Milliarden Schaden entgegennehmen, also Umsatzverlust. Das muss man sich mal vorstellen. Hier haben wir eine Elite, eine politische Elite, die nicht nur in Kauf nimmt, dass die Wirtschaft Schaden annimmt, sondern bewusst das auch noch fördern, obwohl Arbeitsplätze dranhängen. Da stellt sich doch die Frage, warum in der EU nicht mittlerweile die Regierungschefs sich alle versammeln und sagen, wir müssen aber ganz dringend Sanktionen einleiten gegen das Land, was die Aufstände in der Ukraine geplant, finanziert und durchgeführt haben, nämlich die Vereinigten Staaten. Aber von deutscher Seite aus können wir lange drauf warten, weil die deutschen Politiker nichts weiter sind als der verlängerte Arm ihrer Besatzer. Deutschland ist nun mal kein souveräner Staat, sondern wir sind weiterhin besetztes Gebiet. Selbst Schäuble hat ja gesagt, seit dem 8.5.1945 ist Deutschland zu keinem Zeitpunkt voll souverän gewesen. Und über dieses brisante Thema schreibe ich oder habe ich geschrieben in meinem neuen Buch Die Jahrhundertlüge, die Insider kennen, nur ein Kind erkennt, Teil 2, was jetzt gerade auf den Markt erscheint. Und trotzdem wären deutsche Politiker nicht müde und sagen immer wieder, die USA ist unser großer Freund. Ja, sie sind unsere größten Freunde, suggeriert uns man schon seit über Jahrzehnten, wird es den Bürgern einsuggeriert. Wenn man sich mal überlegt, unsere großen Freunde sind ja dabei, massiv eine Totalspionage durchzuführen gegen das deutsche Volk. Und nicht nur das, sondern auch gegen die deutsche Wirtschaft mit einem Schaden von ca. 13 Milliarden Euro Jahr für Jahr. Und da muss man sich mal überlegen, wenn man so eine Freunde hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Henry Kissinger, graue Eminenz in den USA, hat es doch selber formuliert. Die USA hat keine Freunde, sondern die USA hat nur Interessen. Die gute Nachricht zum Schluss, immer mehr Menschen wachen auf. Immer mehr Menschen glauben nicht mehr diese Propaganda. In der Vergangenheit sah es wie folgt aus. Da war dieses System, Mainstream und Politik agieren Hand in Hand und standen da mit so einer Fliegenklatsche, fast vergleichbar. Es kommt eine Fliege angeflogen und die hieß beispielsweise Möllemann, da wurde raufgeschlagen. Und dann gab es eine Fliege, die hieß Eva Herrmann, wurde auch raufgeschlagen und dann war der Flügel gebrochen. Aber mittlerweile steht das System nur noch so da und schlägt nur noch so um sich. Da gibt es eine Hogeser, die als Nazis defamiert werden, wo darüber nachgedacht wird, ob man überhaupt hier in Deutschland das Versammlungsrecht verändert. Dann gibt es die Montagsdemos und letzte Woche Montag in Dresden über 7.000 Menschen. Da ist die Hogeser so klein dagegen. Aber nicht irgendwelche Menschen, alles friedliche Menschen. Es gab keine Zusammenstöße. Die wurden defamiert, auch in den letzten Wochen, aber nur klein erwähnt natürlich in den Zeitungen, als Rechte, neue Rechte. Aber jetzt, weil man diverse Bilder im Internet gesehen hat, wo auch Rentner, ganz normale Bürger, Kinder und so weiter dabei sind, die nennt man jetzt ganz neu Wutbürger. Also zu den neuen Rechten kommen jetzt die Wutbürger dazu. Lasst euch nicht veräppeln, fangt an, selber zu recherchieren, guckt euch die alternativen Medien an, bildet euch eure eigene Meinung. Aber es ist auch so, dass dort mittlerweile massiv gegen vorgegangen wird. Diese Sendung, meine Sendung Schrank.tv, die kommt ja nicht von irgendwoher, sondern die wird produziert von Noviso TV. Jetzt eine Sache, die mir am Herzen liegt. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Geben ist seliger denn nehmen, ist ja bekannt. Es ist so, dass so eine Firmen wie Noviso TV davon leben, von Werbeeinnahmen logischerweise, die von YouTube kommen. Die wurden rigoros gestrichen. Da gibt es gar nichts mehr. Man versucht
gegen diese Leute vorzugehen. Und die produzieren nicht nur Schrank TV, sondern andere große Sendungen, die ihr alle auch seht im alternativen Medien. Deswegen bitte ich euch, dass ihr spendet Geld, weil nur so ist überhaupt das zu realisieren, was wir hier überhaupt machen. Nicht für Schrank TV, sondern an Noviso TV. Und denkt aber daran, ihr seid besonders wichtig, da ihr dieses Wissen mit anderen Menschen teilt, damit wir immer mehr werden. Und deswegen abonniert unseren Kanal. Und eins ist entscheidend, ihr wisst, wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle. Euer Heiko Schrank.